Hallo und herzlich willkommen bei iPhone iPod Helper. Ich habe euch ja bereits gezeigt, wie man Cydia unter iOS 8 installiert und den Jailbreak durchführt. In diesem Video geht es nun los mit der ersten Cydia-Tweak, die ich euch gerne vorstellen will, die kompatibel mit iOS 8 ist. Viel Spaß! Ja, und zwar heißt diese Tweak Alkaline. Was bewirkt denn diese Tweak? Sie zeigt, also wenn ihr jetzt auf meine Batterieanzeige schaut, sieht das etwas anders aus, als es normal ist. Das bewirkt Alkaline. Ihr könnt es hier umändern. Ich habe jetzt Habesha aktiviert. Ihr könnt es auf Spots oder Bolus aktivieren. Dann müsst ihr aber Respring. Und ja, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr den Tweak installieren könnt. Ihr geht auf Cydia. Wer sich wundert, warum Cydia auf Englisch ist, da wird wahrscheinlich bald ein Update kommen, damit es auf eurer Sprache ist. Also Deutsch. Ja, ihr geht dann auf Suche und gibt ein Alkaline. Ich kann euch gerade nicht sagen, warum ihr es nicht findet. Oder findet ihr es? So, da haben wir es. Einfach installieren. Aus der ModMyEye-Repo. Und das war's von diesem Video. Haut rein, Leute. Abonniert meinen Channel doch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.